خلاتنا قفنا فشاو فشاو كاك يا سودا فبال Vergessen, dass ich kein Russisch verstehe. Na, es tut mir leid, Dr. Stevens. Ich vergesse das manchmal. Hier draußen ist alles in Ordnung. Die Sensoren sind nur alt. Sie brauchen ein paar Streicheleinheiten. Wir haben noch ein Spielchen laufen. Der Läufer bewegt sich auf G4. Ich dachte, die Russen würden bei diesem Spiel Vorteile haben. Königin schlägt den Springer. Schach. Подойди! Ко мне! Ты стараешься, важа, собака. Что ты там видишь? Empfangen Sie mich? Bitte sagen Sie doch was. Leon? Können Sie mich hören? Doc. Dr. Steven. Sind Sie noch da? Ich bin noch da, ich bin noch da. Großer Gott, hatte ich eine Angst um Sie. Was war das denn? Wir hatten wohl ein Erdbeben. Tun Sie mir einen Gefallen? Klar, welchen denn? Das nächste Mal lassen Sie mich beim Schach siegen. Verschwinden Sie von dort. Ich rufe Hilfe. Atomkraftwerk Kasursk, Russland. 194 Kilometer nördlich der Rydja-Verwerfungslinie. Echo Park, Los Angeles, Kalifornien. 133 Kilometer westlich des St. Andreas-Grabens. Nummer 5 staut sich wegen eines Unfalls der Verkehr Richtung Zentrum. Und in Harbor City auf der 110 Richtung Süden liegen große Gegenstände auf der Fahrbahn, die zwei Spuren blockieren. Hier ist KNMF Talk Radio. Tag. 13 Tage hintereinander zu spät, Josh. Sehr beeindruckend. Wird wohl ein neuer Bürorekord sein. Kinsey war unschlagbar.
bis man ihn gefeuert hat. Mr. Reed möchte Sie sofort sprechen. Oh, und Ihre Ex-Frau hat angerufen und Ihr Sohn auch. Er will Ihre Entscheidung hören. Etwas wegen eines Motorrades. Oh, toll. Ja, ganz, ganz großartig. Nun komm schon, nun komm schon. Hallo. Es ist gerade niemand da, aber wenn Sie eine Nachricht hinterlassen Josh Williams möchten, Büro? Können Sie das nach dem Signalton tun. Es scheint dringend zu sein. Josh, Mr. Ja. Reed wartet. Er ist schon unterwegs, Sir. Gentlemen, ich danke Ihnen vielmals. Edith, würden Sie sie zur Tür begleiten? Ja, Sir. Ich werde Sie später per Fax, E-Mail oder telefonisch kontaktieren. Ich danke Ihnen vielmals. Danke. Auf Wiedersehen. Viel Glück. Wiedersehen. Es tut mir leid. Ja? Ich bin zu spät. Was? Mein Auto... Nein, vergessen Sie es. Vergessen Sie es. Setzen Sie sich. Ich habe was für Sie. In Ordnung. Der Kasursk-Nuklear-Kraftwerk-Nachrüstungsdeal. Er wird immer mehr zum Albtraum. Sie sollten sofort ins Flugzeug steigen. Was? Ist das Ihr Ernst? Sehe ich aus, als würde ich scherzen? Ich halte das für keine so gute Idee, denn... Sie sind es, der das Nachrüstungsprogramm entwickelt hat, Josh. Es ist niemand qualifizierter als Sie. Warum diese Eile? Weil das Budget weit überzogen ist und Sie zeitlich hinterherhinken. Wir denken an eine Umstrukturierung des Managements. Es müssen harte Entscheidungen getroffen werden. Josh, Sie werden das Kraftwerk ans Netz bringen. Ich verlasse mich auf Sie. Ziehen Sie lieber Ihre Aktienoptionen, mein Freund. Wir werden viel Geld verdienen. Ja, hallo? Sagen Sie denen, ich will keinen. Was? Wir brauchen eine seismografische Untersuchung. Nicht nötig. Hier ist keine Verwerfungslinie. Die alten Minenschächte, die durchziehen die ganze Gegend. Sehen Sie, was das kleine Beben angerichtet hat? Ach, die Fundamente des Werkes verkraften sogar ein 8,0 oder sogar ein 8,5 auf der Richterskala. Das hier ist russische Technik, Dr. Stevens. Wir sollten trotzdem das ganze System testen. Ach, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Aber nicht länger als bis 8. Dann führen Sie eine Demonstration durch. Wer kommt denn? Ein Vertreter des amerikanischen Partners. Der hat in unser Kraftwerk investiert. Unser höchst produktives Kraftwerk, mit dem wir sehr viel Geld verdienen. Wen schicken Sie denn? Ich weiß es nicht. Ein Josh irgendwas. Josh Williams? Oh, gut. Sie kennen ihn. Empfangen Sie ihn freundlich, ja? Internationaler Flughafen von Kasursk, Russland. Hallo, es ist gerade niemand da, aber wenn Sie eine Nachricht hinterlassen möchten, können Sie das nach dem Signalton tun. Danke. Hey, Dylan, hier ist Dad. Ich habe mit deiner Mom über das Motorrad gesprochen, aber freu dich nicht zu früh. Es sieht nicht gut aus. Jedenfalls klären wir das noch. Du wirst nie raten, wo ich gerade bin. Und halte ein Auge auf die Mädchen, ja? In Ordnung? Gut, ich leg dann auf. Global Energy, Josh? Wir müssen los. Wir sind spät dran für das Treffen im Werk. Ihr Flug hatte Verspätung. Kommen Sie. Kraftwerk Kasursk. Uns läuft die Zeit davon, Dr. Stevens. Nach anderthalb Jahren nennen Sie mich noch immer nicht Rachel. Wiederholen Sie den Test am Beton des Fundaments. Irgendwas stimmt da nicht. Lassen Sie sich Zeit dafür, es gibt keine Deadline. Ich denke, die Deadline trifft gerade ein.
Bitte, gehen Sie vor. Danke. Ah, Mr. Williams. Tag. Carl Emilio, Kraftwerksmanager. Michael, Service Manager. Guten Tag, Leon, Sir. Leon, Ingenieur. Tag, Sir. Und Victor kennen Sie ja schon. Ja. Also, Global Energy Systems hat Sie hergeschickt, um uns zu überprüfen. Vielleicht investieren Sie ja noch mehr. Dies ist ein tolles Kraftwerk. Strom für die Ewigkeit. Oh. Nur eine kleine Abweichung von der Norm. Wirklich? Wir hatten ein leichtes Erdbeben. Aber die Kapazität dieses Kraftwerks wird Sie erstaunen, glauben Sie mir. Ich weiß. Ich habe die Nachrüstung ja selbst entwickelt. Und ich habe sie installiert. Wie war Ihr Flug? Komfortabel, nehme ich an, wenn Global Energy für die Reisekosten aufkommt. Ich habe statt des First-Class-Tickets ein paar Extrameilen genommen. Cleverer Mann. Nun, wir zeigen Ihnen die Früchte Ihrer Arbeit. Dr. Stevens? Dr. Stevens? Dies ist eine multikulturelle Arbeitsgruppe, die Besten der Besten aus ganz Europa. Und Amerika. Und die Stadt ist für unsere Arbeiter mit der U-Bahn zu erreichen. Wir verbinden Infrastruktur mit erfolgreichen Kraftwerken. Ich dachte, nach Tschernobyl durften Kraftwerke nicht mehr so dicht an bewohnten Gebieten liegen. Bitte, das war ein tragisches Unglück. Aber russische Ingenieure, die sind schlau, sie lernen aus ihren Fehlern und sie bauen größere und bessere Kraftwerke. Sie haben sicherer vergessen. Das Kühlsystem ist doch mit dem alten Reservoir verbunden, nicht wahr? Ja, der Haupteinlauf ist ungefähr 10 Kilometer entfernt. Aber zurzeit kontrolliert es den Wassereinlauf für unsere Kühlmittelbecken. Aber wir planen den Bau eines zusätzlichen Beckens gleich hier neben dem Kraftwerk. Wenn Global Energy uns nicht die Mittel streicht, wollen Sie nach unten? Sie lassen alle Kühlmittelleitungen untersuchen? Das dauert Wochen. Es dauert länger, die Schäden zu beheben, falls der Kern schmelzen sollte. Ich kenne nicht viele amerikanische Firmen, die in Tschernobyl investieren. Könnte es daran liegen, dass der Kern dort immer noch brennt? An den radioaktiven Wolken, die sich über hunderte Kilometer verbreitet haben? An den Tausenden Bitte, von Menschen, Dr. Stevens, die... Ihre Sorgen sind völlig grundlos. Niemand möchte das Kraftwerk oder die Arbeiter gefährden. Denken Sie das wirklich, Mr. Williams? Ich weiß, wieso Sie hier sind. Global Energy will das Kraftwerk so schnell wie möglich am Netz haben, sonst werden Köpfe rollen. Habe ich nicht recht? Das meint sie doch nicht ernst. Ich meine, mein Job ist doch sicher, oder nicht? Und? Wie ist die Arbeit in Russland? Eine Herausforderung. Eine andere Art, die Dinge anzugehen. Andere Systeme. Vermisst du L.A.? Eigentlich nicht. Ja, manchmal. Diese Art von Tür steht nicht in meinen Plänen. Kein Wunder, dass das Budget überzogen ist. Ich habe sie in allen Fluren hier unten einbauen lassen, nur falls der schlimmste Fall eintreten sollte. Plane fürs Beste, rechne mit dem Schlimmsten. Ganz genau. Hören Sie, Josh, ich würde Ihnen gern das zu erwartende Output zeigen. Was zum Teufel ist das denn? Das ist ja wohl ein Scherz. Der Computer zeigt ein Strahlungsleck an. Großer Gott, wir müssen sie da rausholen. Ich arbeite daran. Alles in Ordnung, wir holen sie da raus. Wir holen sie da raus. Ich hoffe, ich lüge ihn nicht an. Du lügst ihn nicht an. Da, alles schon. Scheint keine Strahlung da zu sein. Es war falscher Alarm. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Etwas war nicht in Ordnung. Das automatische Sicherheitssystem wurde aktiviert. Ganz genau. Die Sicherheitsprozeduren haben gut funktioniert. Ich sagte ja schon, dieses Kraftwerk arbeitet ewig. Ist das Ihr Ernst? Diese Störung soll positiv gewesen sein? Eine Computerstörung. Aber Sie haben sie ja behoben. Was immer uns nicht tötet, macht uns nur härter. Oder weiser. Hm? Rachel. Jetzt beruhige dich. Du erzählst mir nicht, was zu tun ist. Wir sind nicht mehr verheiratet. Sie zwei waren verheiratet? Ach, dieses blöde Arschloch. Ich sollte kündigen, einfach abhauen. Ganz schnell von hier verschwinden. Du hast vorhin fabelhaft reagiert, Rach.
Das hätte nicht passieren dürfen. Die Budgetkürzung führt zu Systemfehlern. Und jetzt tauchst du auf. Also das bedeutet doch bloß eins. Ihr hinkt 3 Wochen mit dem ans Netz gehen hinterher. Ich bin hier zur Neustrukturierung des Managements. Es tut mir leid. Ich verzichte auf deine Entschuldigungen. Manchmal muss man einfach die Verantwortung übernehmen für das, was man tut. Für die Fehler, die man begeht. Rachel? Was ist mit deinem Ehering passiert? Seit unserer Scheidung verzichte ich auf ihn. Hast du damit ein Problem? Oh, ich schätze nicht. Kann ich später vorbeischauen? Ich weiß nicht. Morgen ist Schule. Laut Scheidungsurteil siehst du sie eigentlich nur im Sommer. Vielleicht kannst du sie am Wochenende sehen. Mein Flug geht am Freitag. Also gut, wir werden sehen. Marion Azarian und hier sind die neuesten Meldungen aus Zentralrussland. Nach dem Erdbeben gestern Abend in der südlichen russischen Republik Dagestan durchsuchen Helfer noch immer die Trümmer. Der Leiter der Erdbebenwarte der Republik sagte, das Zentrum dieses schweren Bebens hätte etwa 100 Kilometer südwestlich der Republikhauptstadt Machatschkala gelegen. Die schlimmsten Verwüstungen gab es vermutlich in der südlichen Provinz von Kasursk. Die Schockwellen dieses Bebens verliefen bis Kiew in Richtung Westen und bis Moskau in Richtung Norden. Dieses Beben war das letzte in einer ganzen Serie von Erschütterungen in der zentralen Region. Forscher des Geologischen Instituts in Genf stellten bei ihren Untersuchungen sehr große tektonische Verschiebungen der Erdplatten unter dem betroffenen Gebiet fest. Und nun weitere Berichte über das Beben. Hallo? Hey Rach, ich bin's. Weißt du, wie spät es ist, Josh? Die Kinder sind im Bett. Ich weiß, ich bin nur gerade aus dem Werk zurück und die Nachrichten im Fernsehen sind nicht besonders ermutigend. Die aus dem Werk aber auch nicht. Bisher hat dieses Beben mehrere Dutzend Tote gefordert. Hunderte von Menschen sind obdachlos. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Du und deine schlechten Gefühle. Was uns betrifft, hatte ich ja wohl völlig recht. Die Behörden teilten mit, dass alle Opfer des Bebens... Entschuldige, ich wollte dich nicht kränken. Nun, ich verdiene es. Wen interessiert die Vergangenheit? Was geschehen ist, ist geschehen. Ich hab's versaut. Und ich vermisse dich wahnsinnig. Die Kinder auch. Und zwar täglich. Es ist spät und ich bin müde. Es tut mir leid, Rach. Wirklich. Ich weiß. Denkst du, es wird noch eine Chance geben? Also ich meine, dass ich vielleicht... Oh, ehrlich, das weiß ich nicht, Josh. Das Vertrauen ist... Dahin? Ich weiß. Ich leg dann auf. Guten Morgen. Dylan, ich hab dir gesagt, du sollst das lassen. Du brichst dir noch das Genick. Du kannst uns nicht immer in Watte packen, Mom. Ich bin schon 17. Alt genug, um zu fahren. Nein. Nein, was? Ich hab doch gar nichts gesagt. Nein, das musst du auch nicht. Du kriegst kein Motorrad. Mom. Nein. Das ist so unfair. Ich will nicht immer im Bus neben Sherry sitzen. Ich heiß nicht Sherry, Arschloch, sondern Raven. Zum ersten ist dein Name Sherry. Ich habe ihn dir gegeben. Und zweitens verzichten wir hier auf diese Art von Vokabular. Wenn du's sagst... Hilf mir doch, Dylan. Sie sieht aus wie der lebende Tod. Besorg mir ein Motorrad und ich helfe dir, wo ich kann. Netter Versuch, aber nein. Geh zu deinem Dad. Er ist derselben Meinung. Er ist hier im Kraftwerk. Er ist hier und du hast es uns nicht gesagt? Er ist erst gestern Abend gelandet. Und er ist nur von Berufswegen hergekommen. Wenn alles erledigt ist, fliegt er mit dem nächsten Flugzeug wieder zu ihr. Sie hat einen Namen, Mom. Susan. Ihr Name ist Susan. Außerdem glaube ich nicht, dass sie noch zusammen sind. Sein Liebesleben geht mich überhaupt nichts an. Er kann tun, was immer er möchte. So wie früher auch. Ich will ihn sehen, Mom. Heute noch. Die Schule hat Vorrang, okay?
Hey, was geht ab? Mein Dad ist in der Stadt. Wann kriegst du dein Motorrad? Niemals. Was geht ab, Spätzchen? Ich heiße Raven, du Vollidiot. Du solltest deinen Vorteil nutzen. Rede ihm Schuldgefühle ein. Ich weiß nicht. Manchmal sollte man einfach wissen, wann Schluss ist. Und du solltest lernen, dass sich der Kampf für etwas manchmal lohnt. Loser. Ich kämpfe für dich, jederzeit, Mann. Nicht so viel Kaffee trinken. Bin ich froh, dich zu sehen. Hast du meine Nachricht erhalten? Nein. Das solltest du dir ansehen. Okay. Was gibt es denn? Ein Muster. Oh mein Gott. Sie sind identisch. Es müsste jahreszeitliche Veränderungen, ein Abklingen oder sowas geben. Emilio müsste es doch wissen. Wir müssen das Ganze prüfen. Global Energy wird wohl nicht erfreut sein. Wieso sind wir nicht am Netz? Rachel hat die Anlage noch nicht zu Ende durchgecheckt. Es wurden alle Vorkehrungen getroffen. Veranlassen Sie die nötigen Vorbereitungen. Das Kraftwerk muss hundertprozentig laufen. Das läuft doch ganz gut. Ruhe bitte! Hört zu! Heute ist der letzte Tag, um die Arbeiten für das Polytechnische Museum abzugeben. Also wenn ihr wollt, dass man eure Kunstwerke dort ausstellt, dann bringt sie jetzt zu mir. Und das gilt auch für dich, Miss Williams. Er ist einfach so aufgetaucht? Mom sagt, dass er für ein paar Tage im Kraftwerk ist. Willst du denn nicht zu ihm? Ich weiß nicht, vielleicht könnte sein. Ich hätte die Schule sausen lassen, wäre mein Dad in der Stadt. Du siehst ihn doch sonst erst im nächsten Sommer wieder. Dürfte ich jetzt um allgemeine Aufmerksamkeit bitten? Heute arbeiten wir alle mit Wasserfarben. Also ans Werk. Denkst du, ich sollte es tun? Alles vorbereitet? Die Systeme sind auf Go. Dann legen Sie los. Ich glaube nicht, dass wir das tun sollten. Schalten Sie uns an das Netz. Schule schwänzen? Ich wollte nur zu meinem Vater. Ich hoffe, du hast eine Entschuldigung. Und wenn nicht, was für eine Strafe würde es geben? Nachsitzen. Für den Rest deines auf Erden verbleibenden Lebens. Also, wer zu lange Haare hat, der sorgt bitte dafür, dass sie zurückgebunden sind. Wir wollen doch nicht wieder so einen Vorfall wie im letzten Semester, Mr. Jenkins. Und sorgt auch dafür, dass die Reagenzgläser im richtigen Winkel stehen. Ihr nehmt ein Streichholz, zündet es an und nicht jetzt, Williams. Bitte wartet, bis ich es euch sage. Wenn ich euch gesagt habe, dass ihr das Streichholz anzünden sollt, werdet ihr den Brenner in Gang setzen und euer Reagenzglas... Ich hätte gern die Hayabusa, Mann. Ist eine super Kiste. Träum weiter, Mann.
Wir haben hier ein Wahnsinnsproblem. Was? Sieh nur. Für die Ewigkeit gebaut. Das Fundament bricht total auseinander. Das ist Emilio. Er lässt das Kraftwerk einfach ans Netz gehen. Dazu habe ich keine Erlaubnis erteilt. Ich fürchte, irgendwie interessiert ihn das gar nicht. ...70% Output. Kern bei 240 Grad. Was zur Hölle ist? Sag mir, es war nicht das, was ich vermute. Dylan und Sherry. Denen passiert nichts, aber wir müssen uns beeilen. Komm schon. Oh, alles klar. Kein Grund zur Panik. Ist nur Mutter Natur, die dieser Klasse eine kleine Geologiestunde erteilt. Und fasst das Glas nicht an. Es passiert nichts. Schnell, schaff alle hier raus. Ich lasse den Kern abschalten. Ruf Dylan an. Er soll seine Schwester suchen. Sie sollen auf dem Schulgelände bleiben. Wir schaffen das schon. Geh schon. Wir haben heftige seismische Aktivitäten. Das sind nur Nachbeben. Die automatischen Abschaltungssicherheitssysteme werden aktiviert, sobald es nötig ist. So lange lassen sie das System arbeiten. Wenn ich nach den Werten gehe, würde ich sagen, das erste Beben war wohl mehr nur ein Warnschuss. Bitte. Sie machen sich doch lächerlich. Das ist deins. Hey, wo willst du denn hin? Hier ist Dylan. Hier ist Mom. Mom, was ist denn? Zeit oder nicht? Ist alles in Ordnung? Es geht mir gut. Dann hätte ich da eine ganz geniale Idee. Ich hasse diese Anrufe in der Schule. Dylan, es ist sehr wichtig. Mami, ich hab Angst. Komm. Dylan, du musst dich um deine Schwester kümmern, okay? Was ist denn los? Scheiße. Lass dein Handy an, Dylan. Alle sofort raus! Raus hier! Sieh da, schnell! Raus! Alle sofort raus! Raus! Los, los! Josh, ich denke, wir haben Riesenprobleme. Prozeduren wurden nicht eingeleitet. Was? Das System funktioniert nicht. Это не можете. Kommen Sie! Ja! Was ist hier los? Keine Angst. Es ist bestimmt nur eine Störung. Thank you.
Scheiße. Geht es allen gut? Ich denke schon. Hilfe! Hilfe! Leon! Hilfe! Meine Augen! Ich kann nicht sehen! Ich kann nicht sehen! Nur keine Angst, ist schon gut. Wir holen sie hier raus. Schon gut. Alles in Ordnung, wir bringen sie hier raus. Vertrauen Sie mir. Alles in Ordnung. Stehen Sie auf, das wird schon wieder. Hallo! Hallo! Hallo, Mama! Hallo! Rückenschwimmen. Wonach sieht's denn aus? Dämliche Frage. Hilfe! Alles in Ordnung? Ging mir schon besser. Und ihr? Scheiß mir doch wegen eines Erdbebens nicht in die Hose, Mann. Alles klar? Geht's euch gut? Ja. Gesund. Halten Sie nur durch. Oh. Hilfe! Ich brauche Ihre Hilfe! Oh mein Gott, was ist passiert? Setzen Sie sich. Schnell, schnell, der Kern. Wo ist Rachel? Keine Ahnung. Ich fahre ihn von hier runter.
Sie müssen sich beeilen. Es wird alles wieder gut. Es wird alles wieder gut. Ganz vorsichtig. Hierüber, Leute! Vorsichtig. Zur nächsten Station. Aber meine Lehrerin, sie ist doch noch... Sie wird bestimmt schon auf dem Weg nach draußen sein. Bitte, wir müssen gehen. Das Kühlwasserbecken muss völlig leer sein. Die Sicherheitsprozeduren starten nicht. Können Sie die reaktivieren? Rachel ist die einzige Person, die das neue System beherrscht. Es dringt kein Wasser zum Flur durch. Das Sicherheitssystem hat versagt. Holen Sie Wasser aus dem Kühlmittelbecken. Leiten Sie es zum Kern um. Das Kühlbecken hat ein Leck. Das Wasser ist ausgelaufen. Dein Handy? Ja. Danke, Mann. Hey, alles in Ordnung? Komm schon, komm schon. Geh ran. Dylan. Dylan? Dylan, Cherry? Mom, alles in Ordnung? Mir geht es gut. Was ist mit dir und deiner Schwester? Ich bin gesund. Cherry auch. Gut, gut. Gott sei Dank. Ihr bleibt, wo ihr seid, klar? Und geht nicht in Gebäude. Achte auf deine Schwester. Du trägst die Verantwortung, was immer sie auch sagt. Ja, was ist passiert? Ihr beide bleibt zusammen, okay? Es wird alles wieder gut. Mom, ich kenn dich doch. Und ich kenn deine aufgesetzte Alles-wird-wieder-gut-Stimme. Ihr bleibt dort. Versprich's. Und ihr geht nicht in die Stadt, okay? Okay. Aber du musst auch etwas für mich tun. Ja, was denn? Kümmere dich um Dad. Cherry, Mom war gerade dran und... Wo ist Cherry? Du meinst Raven. Hör auf mit dem Quatsch! Sie hat geschwänzt. Sie wollte zum Kraftwerk, um euren Dad zu sehen. Sie hat gesagt, sie nimmt die U-Bahn. Oh, scheiße. Bringe sie doch nicht so. Ich kann nicht schneller laufen. Ich habe mir das Bein verletzt. Miss White? Du weißt, dass wir noch Nachbeben kriegen. Genau deswegen muss ich sie erfinden. Es ist verdammt weit bis zum Kraftwerk. Das schaffst du niemals zu Fuß. Wie sollte ich denn wo sonst dahin? Danke, Mann. Aber sei vorsichtig. Miss White? Entschuldigung. Miss White! Miss White! Kühlmitteldruck erhöhen. Also ich denke nicht, dass... Tun Sie es schon. Los. Was tun Sie da?
Sie müssen versuchen, ihn sofort runterzufahren. Die Hauptpipeline wird nicht halten. Der Kern ist viel zu heiß geworden, oder nicht? Tun Sie es! Ich werde Rachel suchen gehen. Posten 2 hier, Kommandozentrale. Das Wasserreservoir in Kasursk. Hören Sie mich! Posten 2, hier Kommandozentrale. Hier ist Posten 2. Ich höre Sie. Der Reaktorkern brennt. Öffnen Sie die Kühlrohre. Volle Kraft. Ребят, пожар на главном участке! На главном участке пожар! Öffnen Sie die Tür! Öffnen Sie die Tür! Sie elender Mistkerl! Kommandozentrale, wiederholen Sie die Anweisung. Es ist nötig, die Anweisung deutlich zu wiederholen. Öffnen Sie die Kühlrohre! Volle Kraft! Господи, помоги нам. Na also, so einfach geht das. Die Rohre bersten. Leon, setzen Sie sich. Was ist los? Давление слишком высокое. Она все время повышается. Öffnen Sie die Tür! Kommen Sie, Sie schaffen das, Mann! Die Tür lässt sich nicht öffnen! Dann holen Sie Unterstützung! Was tun Sie da nur? Die Hauptpipeline ist gerade hochgegangen. Reife Leistung, Sie Arschloch! Die Telefone sind gestört. 415 Grad Celsius. Wenn die Temperatur über 700 steigt... Explosive Zerstörung. Unkontrollierbare Brände. Und radioaktive Wolken über Kilometer. Millionen Menschen werden sterben. Ein nuklearer Holocaust. 100-mal schlimmer als Tschernobyl. Und was tun wir jetzt? Die Stadt evakuieren. Den Kern abschirmen. Das geht nicht. Josh und die anderen sind noch da unten. Nein! Sie werden da unten getötet. Was haben Sie denn nur getan?
ist das? Sie fahren den Kern ab. Ich bin gleich zurück. Verdammt. Los doch. Was passiert? Er brennt durch. Sie ist nur 2,5 Zentimeter dick. Nein, Rachel hat überall neue Scheiben einbauen lassen. Sie sind jetzt 5 Zentimeter dick. Plane fürs Beste und rechne mit dem Schlimmsten. Sie haben keine Chance. Sie kommen da unten nie rechtzeitig raus. Es muss eine andere Wasserquelle geben. Ha, Wunschträume. An diesem gottverdammten Ort gibt es keinen Tropfen Wasser mehr. Das Reservoir liegt 10 Kilometer entfernt. Man bräuchte eine Armee von Tankwagen, um das Wasser hierher zu kriegen. Und woran denken Sie jetzt? Nur an Flucht? Der Kern brennt in weniger als einer Stunde durch. Die Evakuierung hat begonnen. Wenn Sie nicht sterben wollen, dann sollten Sie in Ihr Auto steigen und fahren. Und dann, wer weiß, haben Sie vielleicht eine Chance. Sie müssen entschuldigen. Entschuldigungen sind überflüssig. Wir alle geben unser Bestes in einer schlimmen Lage. Ah! Für ein Worst-Case-Szenario planen. Und wir haben ein Worst-Case-Szenario. Das ist so ziemlich das schlimmste Worst-Case-Szenario. Schon. Hol mich hier raus. Bitte hol mich hier raus. Das werde ich. Ich verspreche es. Hoffentlich klappt es. Los, versuchen Sie es. Versuchen Sie es. Versuchen Sie es. So kann es nicht funktionieren, Josh. Was jetzt? Es gibt keine andere Möglichkeit. Es ist alles vorbei. Ein Öffnen der Türen ist erst möglich, wenn die Kerntemperatur unter 400 Grad gesunken ist. Es muss aber einen Weg geben, das Wasser umzuleiten. Emilio hatte völlig recht.
Es ist einfach unmöglich, das Reservoirwasser rechtzeitig herzubringen. Oh, großer Gott. Wir müssen ihn schnellstens da rausholen. Ihnen geht bald die Luft aus. Nehmen Sie den Feuerlöscher! Besprühen Sie das Glas! Was? Halten Sie ihn auf die Scheibe! Das ist Trockeneis! Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Hätte ich auch nicht. Sie verstehen das nicht. Meine Schwester muss im U-Bahn-Schacht sein. Lassen Sie mich durch. Meine Schwester im Schacht. Kommen Sie bitte. Его нужно срочно убрать. Danke, er ist draußen. Verdammter Mist. Der Fahrstuhl sitzt fest. So ganz einfach wird es wohl doch nicht, oder? Also gut, dann klettern wir. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Kommen Sie, einen Schritt nach vorn. Sie schaffen das, einen Schritt nach vorn. Sehr gut so, kommen Sie. Kommen Sie, ich bin immer bei Ihnen. Es kann nichts passieren. Setzen Sie einfach den Fuß auf die Schwelle. Sie sind ja total verrückt. Victor geht als erster von uns. Ich bin immer hinter Ihnen, okay? Okay. In Ordnung, okay. Gut so, gut so. Alles klar, dann los. Okay, langsam. Ich kann nicht. Setzen Sie Ihren anderen Fuß auf den Rand. Vorsicht, Vorsicht, alles klar? Gut so, gut so. Okay. Bleiben Sie dicht an der Wand. Den Fuß auf der Schwelle lassen. Halten Sie sich an ihm fest. Mir Ihre Hand. Ich hab sie. Ich hab sie. Okay, Leon. Ich bin an der Leiter. Sehr gut. Können wir? Okay. Einfach weiter. Okay. Schön festhalten. Okay. Bleiben Sie dicht an der Wand. Sehr gut. Sie schaffen das, Leon. Ich bin auf der Leiter. Greifen Sie nach den Sprossen. Eine Hand nach der anderen, Leon. Alles klar. Alles klar. Victor? Sie schaffen das. Halt! Halt! Immer weiter, Leon, Sie schaffen das. Wo sind Sie? Eine Hand nach der anderen. Wo sind Sie? Wo sind Sie? Da sind Sie. Alles klar. Ich bin direkt hinter Ihnen. Keins der Computerszenarien funktioniert. Unmöglich, dass genug Wasser herangeschafft wird. Was hat der Katastrophenschutz gesagt? Die Straßen sind völlig blockiert. Die kommen nicht zu uns durch. Über die Straße schaffen wir es nicht. Woran denken Sie? Vielleicht kommen wir mit der U-Bahn weiter.
schon, sieh doch. Hilf mir. Du musst stärker ziehen. Vorsichtig. Hilf mir. Ich bin nur hier. Spring Sie! Ich kann nicht. Keine Zeit für große Debatten. Mein Bein. Alles in Ordnung. Sie werden schon wieder gesund. Weißt du noch, wie ich dir gesagt habe, dass du für den Rest deines Lebens nachsitzen müsstest? Aha. Vielleicht war ich da ja etwas zu vorschnell. Kann schon sein. Wie wär's mit einer Woche? Was denkst du? Meine Schwester, ist sie bei Ihnen? Sie ist 14. Ganz ruhig. Sie hat dunkles Ganz Haar. Ruhig. Sie trägt dunkle Kleidung. Ich denke, dieses Mädchen ist vielleicht zum Zug zurückgegangen. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber... Ach. Immer weiter. Ich bin direkt hinter Ihnen. Sie schaffen das, Leon. Sie machen das sehr gut. Also, hier gibt es ein Problem. Was ist passiert? Warum geht's nicht weiter? Die Leiter, sie geht nicht weiter. Josh? Es gibt eine kleine Änderung des Plans, Leon. Das klingt aber gar nicht sehr gut. Sie müssen uns jetzt sehr vertrauen, mein Freund. Leon? Victor? Sie folgen einfach meiner Stimme. Victor, bleiben Sie hier! Victor, nein! Keine Angst, Leon. Immer weiter! Josh? Josh, ich... Eine Hand nach der anderen. Sie schaffen das. Einfach immer weiter. Die U-Bahn fährt beim alten Reservoir über der Erde. Das ist der letzte Halt auf der Hauptlinie. Wir sind 10 Kilometer entfernt von der Station. Wenn Sie die Fluttore der Schleusen öffnen, müsste das Wasser in etwa 5 Minuten hier sein? Höchstens in 6 Minuten. Wir könnten die Hauptlinie der U-Bahn als Pipeline zum Kraftwerk nutzen. Das Wasser füllt das Kühlmittelbecken. Das ist brillant. Posten 2, hier Kommandozentrale. Kommen bitte. Hier ist Posten 2. Wir hoffen, das Feuer ist gelöscht, Dr. Stevens. Noch nicht, aber mit Ihrer Hilfe schaffen wir's. Ich höre. Setzen Sie alles in Bewegung zum Öffnen der Fluttore. Lassen Sie das Wasser des Reservoirs einfach abfließen. Sie wollen, dass wir was tun? Wir werden die U-Bahn-Schächte überfluten. Sie führen direkt hierher. Ist unsere letzte Chance. Es können Menschen dort sein. Kontaktieren Sie den Katastrophenschutz. Wir müssen sicher gehen, dass niemand mehr dort unten ist. Sobald das bestätigt ist, öffnen wir die Fluttore. Ja, ganz genau. Sie informieren die Polizei, damit auf keinen Fall etwas schiefläuft. 470 Grad. 45 Minuten und dann... Stellen Sie die Uhr. Rachel, bitte. Es ist zu riskant. Ich sehe nach, wo Josh ist. Ich habe es versprochen. Sobald Sie hören, dass die U-Bahn-Schächte frei sind, lassen Sie die Fluttore öffnen. Wieso? Sherry ist der Name, den meine Eltern mir aufgebürdet haben. Was gefällt dir daran nicht? Wirke ich auf sie etwa wie eine Sherry? Weißt du, das könntest du, wenn du auf all das Make-up verzichtest. Ich muss mich kurz setzen. In Ordnung, Leon. Sie schaffen das. Weiter so, Leon. Das schaffen Sie. Eine Hand nach der anderen. Gut so. Verlagern Sie Ihr Gewicht. Vertrauen Sie mir, Sie schaffen das. Sie schaffen das. Hangeln Sie sich einfach weiter. Okay. Gut, Leon. Immer weiter. Sie müssen wirklich keine Angst haben, Leon. Festhalten! Halten Sie sich fest, Leon! Я не могу. 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 Я не могу.
sie durch, Leon! Da rein! Da rein! Mach schnell! Beeil dich! Vorsicht, die Aufzugskabel! Ich fürchte, sie reißen! Sie müssen sich beeilen! Ich schaffe das nicht! Sie müssen es versuchen! Hilfe! Ich kann nicht! Leon, hangeln Sie sich rüber zu mir! Los, immer weiter! Wir kommen hier raus! Sie vielleicht! Leon! Zu der Leiter rüberspringen. Versuchen Sie es! Los, springen Sie! Ich bitte Sie, dass Sie meinen Kindern sagen... Warum sagst du es ihnen nicht selbst? Josh, ich bin hier oben! Rachel! Sind Sie in Sicherheit? Es geht Ihnen gut! Ich konnte vorhin Dylan erreichen. Ich musste ihm versprechen, dass ich dir helfe. Greif den Schlauch! Wo ist Leon? Er hat es leider nicht geschafft. Oh nein. Der Sofort in der Sommer. Aber ich denke, ich muss jetzt auch was dazu. Katastrophe, Polizei. Да, это из Катурганской станции. Я хотел бы знать, свободно ли в метро. Поняли меня, жду. Я не... Повторите. Я хотел бы знать, остался ли хоть один человек в туннеле? Там внизу есть еще кто-нибудь? Там внизу есть еще люди? Там внизу еще есть люди? Эй, там внизу еще есть люди? Никого не видно! Шахты пустые. Bleib über hier, Schätzchen. Bleib hier. Wag dich nicht zu weit vor. Wir kommen nicht raus. Schon Nachrichten vom Reservoir? Noch nicht. Posten 2, hier ist die Kommandozentrale. Hören Sie mich? Hier ist Posten 2. Haben Sie Bestätigung, dass die U-Bahn-Schächte leer sind? Alle Menschen sind raus. Wir bereiten gerade alles vor. Wenn Sie fertig sind, sagen Sie Bescheid. Und ich möchte Sie bitten, sich zu beeilen. Ende. Ihr überflutet die U-Bahn-Schächte? Wenn du eine bessere Idee hast, hätte ich sie gern gehört, weil nein, das ist eine wirklich gute Idee. Da ist nur eine Schwierigkeit. Ein paar von den Sicherheitstüren zum Reaktor sind leider noch geschlossen. Luftdicht, feuerfest, wasserdicht. ...23 Minuten. Das System weigert sich, die Sicherheitsprozeduren neu hochzufahren. Ich habe es auch versucht. Es ist sinnlos. Es gibt einen Weg und du wirst ihn finden. Vielleicht überlässt dich das System ja mit dem Hauptcomputer. Ich wusste es. Da ist jemand am Haupttor. Ist das nicht Ihr Sohn? Versucht, sie zu finden, ist aber... Ist schon gut, sag uns nur, wo sie steckt. Sie ist eingeschlossen. Wo denn? In der U-Bahn.
Oh, großer Gott, nein! Nein, Rachel, nein! Nein, was? Mein Baby ist dort unten eingeschlossen. Ich werde sie nicht im Stich lassen. Ich finde sie. Wir finden sie. Nein, Dylan, das erlaube ich dir nicht. Uns läuft die Zeit davon. Du musst uns einfach vertrauen. Vertrauen? Du meinst so wie damals, bevor du uns verlassen hast? Es war ein Fehler, ein schwerer Fehler, und das weiß ich jetzt. Hör mir zu, Rachel, du bist die einzige Person, die diese Sicherheitstüren öffnen kann. Aber Sherry ist dort unten doch eingeschlossen. Und ich finde sie, aber wenn das Wasser nicht zu dem Kern gelangt, wird das alles umsonst sein. Ich kann nicht. Mom, du hast hier genug zu tun. Wir werden sie sicher finden. Du findest sie und du bringst sie wieder zurück. Enttäusche mich nicht. Das werde ich nicht. Nie mehr. Komm mit, Dylan. Sie werden bestimmt noch kommen. Nein, denke ich nicht. Sie kennen meine Familie nicht. Die sind ziemlich unglaublich. Meinst du? Hier ist Posten 2. Kommandozentrale, komm! Ich höre. Die Fluttore sind bereit. Wir warten auf Ihr Kommando. Sie könnten die Schächte jetzt überfluten. Sie sagten, es würde 6 Minuten dauern, bevor das Wasser uns erreicht? Ich habe es geschätzt, vielleicht etwas länger. Wir müssen noch warten. Warten? Der Haupt-U-Bahn-Schacht ist eingestürzt, richtig? Da kommt keiner durch. Dann haben wir vielleicht noch etwas Zeit. Zeit wofür? Ich muss da dringend rein. Ich muss dringend runter. Sie können da nicht mehr runter. Nein. Meine Tochter ist noch dort unten. Dylan, du wirst hier warten. Und wenn ich in 10 Minuten nicht zurück bin, Nein, kannst du vergessen. Ich komme mit dir. Ich bin nämlich kein Kind mehr. Einverstanden. Tu mir einen Gefallen. Welchen? Erzähl's nicht deiner Mom. Keine Sorge. Ich bin ja nicht verrückt. Bitte sei vorsichtig. Alles kann jeden Moment zusammenstürzen. Aufhören. Uns läuft die Zeit davon. Dad, lass uns in der Mitte laufen. Die Stromschiene ist noch nicht abgeschaltet. Wir müssen einen anderen Weg finden. Der Haupttunnel ist blockiert. Das ist unsere einzige Chance. Wenn dies der einzige Zugang wäre, hätte Sherry ihn längst entdeckt. Wir müssen es versuchen. Verdammt. Da kommen wir nicht durch. Minuten 30 Sekunden. Wir können nicht mehr warten. Wir sollten die Fluttore öffnen lassen, Rachel. Aber... Rachel! Sie müssen es tun. Das ist der einzige Weg. Tun Sie's. Oh, bitte Gott. Posten 2 kommen. Es ist etwas unbequem. Aber auf diese Weise werden wir ans Ziel kommen. Wir werden sie niemals finden. Aber natürlich. Wir gehen einfach in dieser Richtung weiter. Toll. Hier ist Posten 2. Öffnen Sie die Fluttore. Wiederholen Sie, Kommandozentrale. Öffnen Sie die Fluttore. Kommandozentrale, lasse die Fluttore jetzt öffnen. Sie müssen noch die Sicherheitstüren öffnen. Ich versuche, die Türen über den Hauptcomputer zu öffnen. Rachel, Sie haben richtig entschieden.
Kommen Sie. Unsere Arbeit ist noch nicht erledigt. Woher kommt bloß dieser ganze Qualm? Von dem brennenden Zug. So, als würde die Richtung stimmen. Wir werden höchstens gegrillt. Uns wird nichts passieren, vertrau mir. Komm schon. Gut. Hier geht's lang. Hier lang. Oh mein Gott. Dad, die U-Bahn ist zerquetscht. Wir müssen weiter. Sie sind dort unten und ich flute die Schächte. Rachel, bitte keine Vorwürfe. Wir haben noch eine Menge zu tun. Also, wenn er Sherry rausbringt und wir können das Feuer nicht löschen, dann ist alles umsonst gewesen. Kümmern Sie sich um den Schaltkreis. Wir müssen den Hauptcomputer neu hochfahren. Wie geht's dir? Gut. Schön. Versuchen wir es hier. Dad, sei vorsichtig. Weiter runter. Beeilt euch bitte! Das Wasser wird uns bald erreichen. Bitte. Sherry! 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 Wo steckst du, Schatz? Wir müssen uns überlegen, wie wir dich erreichen können. Versuch es von unten durch den Notausstieg. Bitte beeilt euch! Wir kommen, Schatz. Halte durch. Ich kann diese Überspannungsstöße nicht kontrollieren. Es läuft alles über den Notstromgenerator, also keine normale Stromstärke. Die Leiterplatten sind, wie heißt es gleich, kurz geschlossen. Ich könnte die Widerstandselemente umgehen. Womit denn? Besorgen Sie mir Metall, etwa in dieser Größe. Bitte beeilt euch! Okay, das reicht. So komme ich rein. Alles klar, Schatz, wir sind gleich da. Haltet durch! Wir kommen. Wir sind fast da. Miss White, Sie holen uns raus. Dad. Oh, Schätzchen. Miss White. Oh, Sie sind hier. Dank. Miss White, wachen Sie auf. Alles in Ordnung, Schatz. Du musst hier raus. Komm her, Schatz, raus hier. Ich kümmere ich mich um Miss White, Schatz. Nicht ist im ja Stich gut. Lassen. Du gehst hier raus. Ich kümmere mich um Miss White. Komm, lass uns gehen. Miss White! Und komm schon. Dylan, hilf deiner Schwester! Ihr könnt sie doch nicht hier lassen! Hier raus, ich kümmere mich um Miss White. Keine Angst, Schatz. Miss White? Miss White? Aufwachen! 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 Also, sehr gut. Das wird schon wieder. Keine Angst, Schatz, ich bring sie raus.
Dad! Das Wasser kommt gleich! Beeil dich, wir müssen hier raus! Ich hätte es nicht mehr lange ausgehalten. Okay, Dylan. Du übernimmst sie. Gut so, Junge. Schaff sie hier raus. Sherry, kannst du sie nehmen? Ich stütze sie. Dad? Ich komme. Komm schon. Danke, Liebling. Ich helfe Miss White. Rachel. Rachel, eine Büroklammer. Funktioniert nicht. Suchen Sie was anderes. Zusammenbleiben. Zusammenbleiben. Ich gehe als Erster. Das Wasser kommt durch. Beeilung! Dicht an der Wand bleiben, Dylan. Miss White, alles in Ordnung? Halt dich an mir fest. Und weiter. Okay. Geht's dir gut, Schatz? Ja. Hier wird jede Sekunde alles unter Wasser stehen. Kommen Sie. Danke. Schon gut. Komm. Sei vorsichtig. Komm her. Na los. Du folgst deinem Bruder. Dylan, du achtest auf sie, klar? Sie als Nächste. Alles klar, gehen Sie. Aber seien Sie sehr vorsichtig. Greifen Sie danach. Sehr gut, so geht es. Keine Angst, ich helfe Ihnen. Ich stütze Sie ab. Schnell! Das Wasser kommt! Ich wusste, er würde irgendwann nützlich sein. Erledigt. Es funktioniert? Großartig, Rachel. Das Wasser ist da. Wir müssen die Sicherheitstüren öffnen. Versuchen Sie es nochmal. Das System startet neu. Los, 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 los! Rachel. Fünfhundertdreißig, 500, 480, 460. Sie fällt weiter. Die Temperatur fällt. No, 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 no.
Hier rüber, beeilen Sie sich! Los, Leute, kommt her! Sie werden wieder gesund, Miss White, da bin ich sicher. Danke. Okay, Jungs, kommt schon. Danke. Keine Angst, Schatz. Sie wird wieder gesund. Ja, hoffentlich. Ganz vorsichtig hinlegen. Und versprechen Sie, dass Sie auf sich achten werden. Du auf dich auch. Und niemals wieder die Schule schwänzen, ja? Miss White. Auf Wiedersehen, Wolvin. Also wissen Sie, ich denke, ich habe mein Grufti-Dasein satt. Nennen Sie mich Sherry. Wiedersehen. Sherry! Mom! Oh. Geht es dir gut? Ja. Oh, Schatz. Oh, Kinder. Das hat noch ein ziemliches Nachspiel. Und du kriegst auch Ärger. Ich wusste es. Steigst du jetzt gleich in den Flieger? Ja, ich schätze, das muss ich. Das war anzunehmen. Ich wollte fragen, ob du mitkommst. Wirklich? Das meinst du ernst? Ihr solltet vielleicht alle mitkommen. Oh, ich weiß nicht, Josh. Rechne mit dem Schlimmsten, erwarte das Beste. Nach Hause. Und ich werde mein Motorrad bekommen? Nein.